die 100 Leute, die hier in meine Gilde kommen, da müsst ihr euch einfach mal das Game in der Videobeschreibung unten runterladen, die hier in meine Gilde kommen, unter diesen 100 Leuten verlose ich einfach mal 2 25 Euro iTunes oder Google Play Karten. Also kommt einfach mal hier in meine Gilde. Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, bei diesem Video handelt es sich mal wieder um ein Lords Mobile Video. Das Ganze ist auch wieder unterstützt durch Produktplatzierung. Also, ich bekomme hier für das Vorstellen dieser App Geld. Vorweg schon mal, ihr könnt euch das Spiel gerne in der Videobeschreibung runterladen. Wir werden jetzt einfach mal eine Stunde lang dieses Spiel hier testen. Ich werde auch probieren, so möglichst wenig rauszuschneiden, damit ihr eigentlich alles mitbekommt, was eigentlich so der komplette Spielverlauf ist. Ich werde euch das Spiel mal von vorne bis hinten komplett vorstellen. Ich hoffe einfach mal, ihr seid mit dabei. Und jetzt geht's einfach mal direkt los. Jo Leute, nochmal ein kleiner Einschnitt direkt hier zu Beginn. Und zwar habe ich noch eine Sache vergessen, euch zu erzählen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, über den Code, den ich euch jetzt hier einblende, und zudem natürlich über den Link in der Videobeschreibung, dort müsst ihr dann den Code noch eingeben, eine extra Belohnung beim Erstellen eures Lords Mobile Accounts abzuholen. Ja, also kommt einfach mal direkt vorbei. Genau, ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns mal an, wo wir hier gerade genau sind. Und zwar befinden wir uns hier gerade in unserem Dorf, würde ich einfach mal sagen. Wir haben hier unter anderem eine Burg, dann haben wir hier einen Wachturm, dann haben wir hier eine Burgmauer, die wir auch gerade übrigens mal wieder aufstocken können. Wir sollten einmal ganz kurz hier ein paar Fallen bauen. Zack, jetzt bauen, let's go. So, sehr schön, jetzt sollte da auch die Meldung weggehen. Wir können auch nochmal hier fein reparieren. Ah ne, das können wir noch nicht machen, dafür müssen wir noch ein bisschen mal Forschung betreiben. Als nächstes wird uns hier angezeigt, dass in einem Kampf, wir werden gleich auch noch ein paar Kämpfe machen auf jeden Fall, dass hier ein paar Soldaten verletzt sind. Die wollen wir natürlich dann einmal wieder alle heilen. So, du brauchst mehr Ressourcen. Ja gut. Ich habe Gott sei Dank von den Entwicklern ein paar Gems zur Verfügung gestellt bekommen. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das Ganze mal ganz einfach. Kaufen wir mal für 28.000 15 Millionen Steine, für 28.000 15 Millionen Holz und für 28.000 Gems. Und dann auch nochmal 6 Millionen Goldstücke, warum nicht? Dann haben wir immer noch 200.000 Diamanten über, ja, es ist tatsächlich ordentlich was und ich würde sagen, jetzt habe ich eigentlich für den restlichen Spielverlauf hier komplett ausgesorgt. Wir haben jetzt ja auch nochmal einen Gratis-Nachschub, den ich hier gerade gefunden habe, kriegen wir auch nochmal ein paar Ressourcen, aber eigentlich macht das keinen Unterschied mehr. Diese 2500 Ressourcen machen bei uns nicht wirklich das macht die Gans nicht fett, sagt man das so? Ich weiß gerade nicht so genau. So, als nächstes würde ich einfach mal sagen, trainieren wir hier mal ein bisschen in unserer Kaserne ein paar Soldaten. So, wir machen einfach mal ein paar Soldaten fertig. Wir haben mehr als 270, können wir leider noch nicht machen. So, jetzt haben wir insgesamt 7500. Dann machen wir auch mal dafür die gleiche Anzahl an Soldaten. An Fernkämpfern, Entschuldigung. Und dann auch noch mal ein paar Kavaliere. Ich glaube, dann haben wir schon mal eine echt fette Armee, Leute. Das ist das Ziel, einfach die fetteste Armee haben. Ihr braucht nicht das fetteste Auto, ihr braucht einfach in Lords Mobile die fetteste Armee und dann habt ihr eigentlich schon das Ding gewonnen. Dann seid ihr nicht schon die Bosse der Bosse und müsst eigentlich gar nichts mehr hier machen. Wenn ihr die fetteste Armee habt, dann, wie gesagt, dann habt ihr einfach schon gewonnen. So, das Ganze dauert natürlich normalerweise auch Zeit. Also normalerweise müsste ich jetzt hier erstmal warten, bis das Ganze fertig ist, aber ich meine, ich habe schon Gems bekommen, weshalb sollte ich dann das Ganze nicht auch nutzen? So, jetzt wird mir hier noch was angezeigt. Hier kann ich noch ein bisschen forschen. Was haben wir denn jetzt hier? Nahrungsernte, Bautempo. Was könnte mir denn am meisten bringen? Tresorverwaltung, Steingewinn, Holzgewinn, Metallgewinn. Eigentlich Bautempo. Ich meine, im Endeffekt ist es eh egal, weil wir höchstens hier könnten wir ein bisschen was forschen.
im Bereich Verteidigung. Stahlblöcke. Zack, hier forschen wir nochmal ein bisschen. Dann können wir unsere Fallenkraft Nein, wir wollen es natürlich beschleunigen. Wir können unsere Fallenkraft hier ein bisschen verbessern. Aber im Endeffekt brauche erst eine Akademie Level 8. Alles klar. Gut, ich hatte mich schon gewundert. Dann machen wir es einmal ganz kurz. Zack. Und als nächstes können wir nochmal hier in der Defensive unsere Fallenkraft ein weiteres Mal verbessern. So, dann haben wir hier ein bisschen was gemacht. Dann können wir mal beim Militär gucken. Geheimdienstbericht. Schnellmanöver. Belagerungsangriffe. Fernangriffe. Das ist jetzt natürlich dann, wie viel unsere Truppen im Endeffekt an Schaden machen. Ich würde sagen, das pushen wir auch nochmal ein bisschen hoch. Das bringt natürlich was. So. Gut, Fernangriffe, Kavalierangriffe machen wir auch nochmal ein bisschen was. Dann haben wir gleich, ich mache es mal so, dass wir überall mindestens 2 von 10 haben. Das ist dann schon mal nicht schlecht. So, und Monsterjagd, da können wir doch auch einmal ganz kurz das hier ein bisschen hochboosten. Auf Stufe 2 von 10 und das hier auch nochmal. Dann haben wir nämlich schon ein wenig mehr geschafft zu Beginn der Folge. So ein bisschen grundlegende Sachen, die man eigentlich immer mal machen sollte. So, hier schläft jemand. Zuflucht. Bringe deine Truppen und einen Helden in Sicherheit. Die geheime Zuflucht schützt sie vor Angriffen auf dein Gebiet. Gut, ist eigentlich im Endeffekt eh egal. Ist eigentlich eh egal. Ich meine, wir wollen gleich eh angreifen, dann brauchen wir die nicht in Zuflucht schicken. Ressourcen haben wir eigentlich schon ausgesorgt. Wir können höchstens noch ein bisschen mehr in Richtung Armee gehen. So, Handelsschiff wird bei Burg Stufe 13 freigeschaltet. Und das Schloss ab Stufe 10. Ach, ab Schlosslevel Stufe 10. Wo habe ich denn... Das ist ja meine Burg. Wo habe ich denn mein Schloss? Habe ich überhaupt schon ein Schloss? Ich glaube, wir haben noch kein Schloss. Ich glaube, wir haben tatsächlich noch kein Schloss. Das ist unsere Werkstatt. Gesamte Ausrüstung. Ausrüstungstyp wählen. Was können wir denn hier machen? Grad. Können wir den Grad auswählen? Ich würde einfach mal sagen, das hier scheint das Beste zu sein. 2%. Nee, das ist das Beste. Da kriegen wir Fallenangriff 6%. Hier kriegen wir nur Fallenangriff 2%. Dann schmieden wir es doch einfach mal. Du hast nicht genug Ausrüstung, um dies zu schmieden. Okay. Warum habe ich da nicht genug Ausrüstung? Rechts Set wählen. Schmieden. Kann ich das auch wieder nicht machen? Oh, es kostet aber 67.000 Juwelen. Aber da fehlt mir was. Da muss ich gleich nochmal gucken, wie wir das genau machen können. Wie wir da die Schmiede genau einsetzen können. Okay. Wir gehen einfach mal hier hin und machen einfach mal ein paar Kämpfe mit unserem Helden. Die Seelen der Toten finden keine Ruhe und plagen wie eine Seuche alle, die das Land betreten. Gut. Da bin ich zwar schon relativ weit. Sollte man jetzt aber auch eigentlich sehen. Genau, da sind wir schon relativ weit. Wir sind jetzt schon bei 3 von 3-1, also Stufe 3. Und dort Level 1, beziehungsweise Insel 3, sag ich jetzt einfach mal. Und der Boss ist da so eine komische Schildkröte. So eine Steinschildkröte mit Panzern auf dem Rücken. Alles klar, okay. Richtige Helden haben wir ausgewählt. Die können wir gleich vielleicht auch mal ein bisschen power-upen. Die sind gerade mal Level 24. Das geht noch so. Das geht noch so, würde ich einfach mal sagen. Gut, jetzt müssen wir erstmal warten. Bisher können wir noch keine Power-ups einsetzen. Aber brauchen wir eigentlich eh nicht. Wir können unseren kleinen Fetti Wirbelsturm einmal einsetzen. So, hier, zack. Nochmal brauchen wir es eigentlich nicht, oder? Na komm, wir heilen einmal hoch. Und Fetti soll nochmal ein bisschen durchdrehen. Boom, 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 boom. Weiter geht's. Das ist schon der Bossfight. Ist ja mal mega low. Die sollten wir mal so ultra easy down bekommen. So, zack. Der setzt nochmal seine Ulti ein. Und da haben wir schon gewonnen. Oder? Ne, da steht noch einer. Jetzt nicht mehr. Doch, da steht noch einer, aber jetzt auch nicht mehr. Gut, hat sich das auch erledigt, haben wir die einmal ganz kurz eben easy platt gemacht. Aber ich muss sagen, als ich das Spiel angefangen habe zu spielen, da war ich doch schon... Also das hier habe ich eigentlich mit am liebsten gemacht. Ich zeige euch auch gleich auf jeden Fall mal, was wir noch machen können. Und zwar können wir auch andere Spiele angreifen. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal...
Was können wir hier noch machen? Fernangriffe sind Talente. Gut. Verbessern, verbessern. Trainingstempo. Fernangriffe. Wir gehen einfach mal voll auf Angriffe. Okay, maximal. Wir gehen aber jetzt voll auf dieser Linie hier. Voll auf Angriff. Das ist nämlich mein Hauptziel eigentlich, weil der Rest, der ist eigentlich eh irrelevant für uns. Wenn wir jetzt hier in Nahrungsproduktion gehen, wir können hier Fallenbau noch auspowern. So, Trainingstempo ist eigentlich auch egal, weil ich das immer beschleunigen kann. Das ist natürlich, wenn ihr spielt, solltet ihr natürlich auch die rechte Seite betrachten. Aber ich gehe jetzt, wie gesagt, hauptsächlich auf diese Seite, weil ich halt den Rest einfach alles auspowern kann. Oder abpowern kann. So, mein Anführer möchte ich nicht wechseln. Das lasse ich einfach mal so. Das ist, wie schnell ich Ressourcen produziere. Dann kommen wir doch einfach mal hier hin. Und zwar können wir jetzt hier unsere Helden upgraden. Und zwar fangen wir an mit der Todesbognerin. Zack, einmal. Da brauchen wir noch ein bisschen was, bis wir die upgraden können. Was brauchen wir dafür noch? Eine Dämmerklinge. Fundorte, wo finden wir die denn? Die habe ich wahrscheinlich schon für meine anderen Truppen eingesetzt. Gut, gucken wir einfach mal. Wenn wir die ausrüsten, dann können wir unsere Primadonna upgraden. Machen wir doch einfach mal. Zack. Level 3. Dann können wir die auch nochmal ausrüsten. Aber das lasse ich jetzt einfach mal offen. Wir gucken jetzt erst einmal. Hier haben wir nämlich noch einen Level 1. Den pushen wir erst mal ein bisschen hoch. Beziehungsweise Rang 1 eher gesagt. Mindestens Helden Level 2 vorausgesetzt. Gut. Dann gehen wir einfach mal hier auf EXP und setzen das Ganze ein. Für wen? Für den Goblin. Nutzen. Dann ist er schon mal Level 7. Nutzen. 27 Mal. 28 Mal. Dann ist er schon Level 19. Zack. So, jetzt müssen wir nochmal. Wie ging das nochmal? Ich wusste das mal, wie man die schneller abschließt. Ich will ganz kurz einmal meine Quests einsammeln. Das machen wir einmal hier ganz easy. Zack, zack, zack. Das sind die automatischen Quests, die. Beziehungsweise sind nicht mal die automatischen Quests. Das sind. Die automatischen Quests, die sind weiter rechts bei den Admin-Quests. Da kann man halt einfach auch Ressourcen durchbekommen, aber im Endeffekt bringt uns das nicht wirklich viel. Das sind die automatischen, also dafür muss man nicht wirklich was machen, die kriegt ihr einfach so. Und dann jetzt nochmal die VIP-Quest, da haben wir nochmal eine Truhe mit ein paar Ressourcen. Und hier auch nochmal eine kostenlose Belohnung, auch wenn die eigentlich komplett uninteressant für uns ist. Was ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen möchte. Ne, wir gehen nicht hier hin, wir gehen nämlich mal auf unsere Gilde. Und zwar möchte ich für euch eine Gilde erstellen. Die würde ich sagen, nennen wir einfach mal Clash Games. Oder, nee, wir nennen die CG-Gilde. CG-Gilde. Zack. So, als Kürze nehmen wir einfach mal CGL. CG-Gilde. In Gebrauch. Okay. Oh, ich habe GGG geschrieben. CGG. Nein, Siri, du bist jetzt nicht dran. Die ist auch in Gebrauch. CGL. Die ist nicht mehr in Gebrauch. Okay, als Design nehmen wir was Boshaftes, Leute. Wir müssen was richtig Böses nehmen. So, zack. Und als Hintergrund nehmen wir irgendwas, was zu mir so ein bisschen passt. Hier so ein Löwe. Das ist doch cool. Und als Hintergrundfarbe so blutrot. Bestätigen. Sprache ist Deutsch. Gilde erstellen. Zack. Und ihr könnt gerne in diese Gilde einfach mal kommen. Ich schlag euch mal vor, die 100 Leute, die hier in meine Gilde kommen, da müsst ihr euch einfach mal das Game in der Videobeschreibung unten runterladen, die hier in meine Gilde kommen. Unter diesen 100 Leuten verlose ich einfach mal 2 25 Euro iTunes oder Google Play Karten. Also kommt einfach mal hier in meine Gilde, schaut vorbei und dann habt ihr die Chance, einfach mal hier eine Google Play oder iTunes Karte abzustauben. Hier in der Gilde hat man doch echt ganz nice Vorteile. Wir können unter anderem Massenkampf machen. Das Ganze geht jetzt natürlich noch nicht. Und wir können hier in unserer Gilde helfen. Also wir können Hilfe senden. Wir können unter anderem Nachschub senden.
Wir können Verstärkung senden, also Truppen senden, und wir können stationieren. Also das ist echt ganz geil. Das ist, finde ich, so ein großer Punkt. Wenn man nicht unbedingt Gems hat, dann sollte man eine Gilde gehen. Ja, eine Gilde bringt halt einem einfach was, weil man halt sich untereinander unterstützen kann. Wenn man jetzt nicht Zugang zu 203.000 Gems hat, das ist natürlich Voraussetzung. Jetzt wurde hier mir gerade gezeigt, wir können jetzt noch mal ein bisschen hier ein bisschen Power up. Das machen wir doch mal ganz kurz. Und als nächstes, was können wir jetzt noch machen? Den können wir noch mal zweimal ausrüsten. Dann können wir den auch schon auf Stufe 2 machen. Das ist doch geil. Das gefällt mir. Und dann können wir ihn noch mal ausrüsten. Das heißt, unseren Neuzugang, den Goblin Bomber, können wir dann auch bald schon auf Stufe 3 hochziehen. Beziehungsweise auf Rang 3. Das ist doch echt ganz cool. Und als nächstes gehen wir hier doch noch mal angreifen. Let's go. Machen wir den nächsten Heldenkampf. Die finde ich immer noch mit am interessantesten. Aber gleich würde ich einfach mal sagen, greifen wir mal einen richtigen, also einen Mensch an, wenn man das so sagt. Oder einfach ein anderes Dorf. So, die haben wir platt gemacht. Easy. Jetzt können wir hier mal unseren Sniper einsetzen. Die sollen mal auf den da snipen. Der ist dann auch schon direkt down. Und die anderen sollten eigentlich auch recht einfach. Ja, doch, das sparen wir uns. Zack. Tot. Und das war's. Wir gehen weiter. Jetzt kommt schon der Bossfight. Einmal alle hochheilen. Der setzt hier mal seine Power ein. Und der soll einfach mal da ein bisschen rumrasern mit seinem Wirbelsturm. Easy shit. So, unser Fetti Klopsi, der dreht da auch nochmal ein bisschen. Und wen sollen wir wegsnipen? Da hinten ist noch jemand. Zack. Einmal nochmal hochheilen. Der Einzige, der gerade wirklich Damage bekommen hat, ist hier unser kleiner Schweinereiter. Nenne ich jetzt einfach mal. Aber es ist ein Zauberer auf einem Pferd. Aber ich nenne ihn Schweinereiter. Warum nicht, Leute? Warum nicht? So. Das haben wir auch erledigt. Easy Sache. Und jetzt machen wir nochmal den Boss-Boss-Fight. Unsere Helden sind fertig. Warum sollen wir ja nicht direkt nochmal kämpfen? Okay. Ja, der Anfang ist eh ganz gechillt. Da müssen wir eigentlich. Eigentlich ist es eh unnötig, die Fähigkeiten direkt am Anfang einzusetzen. Ich meine, die laden sich zwar schnell auf, aber wirklich was bringen tut es am Anfang auch nicht, weil die halt eh relativ schnell schon wieder down gehen. Weil die halt sich eh am Anfang nicht so rentieren, weil es halt einfach noch nicht so die krassen Bosse sind, sag ich jetzt einfach mal. So, zack, einmal nochmal hochheilen. Easy going. Jetzt kann gleich auch unser Hauptheld seine Fähigkeit einsetzen. So, und zwar gegen den Boss. Da hinten ist der Boss. Und zwar da. Machen wir schon mal ein bisschen Damage mit unserem kleinen Schweinereiter. Ah, der hat seine Range leider. Der steht so weit hinten, dass er seine Range da vorne nicht einsetzen kann. Aber jetzt gehen die auch schon auf den Boss. Boss ist tot. Einmal nochmal hochheilen. Na gut, hat sich jetzt auch schon erledigt. Nice Sache. Also seht, meine Helden sind schon so krass, dass wir einfach so durchmarschieren. Das ist eigentlich kein Problem. Das heißt, wir haben jetzt auch einen neuen Helden wahrscheinlich. Oder wir sollten einen neuen Helden freigeschaltet haben. Hatte ich anders in Erinnerung. Ich dachte, wenn wir jetzt den Boss da besiegen, dann sollten wir den neuen Held eigentlich freischalten. Aber okay. Okay. Jetzt haben wir nochmal eine neue Quest und nochmal eine neue Gildenquest, weil wir eine Gilde errichtet haben. Also ihr seht, an Ressourcen kommt man hier doch eigentlich relativ leicht und auch an EXP und sowas. Also ihr müsst einfach spielen, dann macht ihr eigentlich schon so Fortschritte. Was ist das hier oben? Solo, das sind Events. Okay, ja, Events, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt erstmal kämpfen. Und zwar gegen einen richtigen Gegner. So, wir haben eine krasse Armee. Und dann gehen wir einfach mal auf den hier. Angriff. Wir wählen alle aus. Das sollte doch Armeekapazität 28.000. Wir haben gerade mal eine 28.000 von 28.000. Aber wir lassen das einfach mal so. Wir gehen da einfach mal hin. Oh, ich glaube, jetzt habe ich keinen Helden ausgewählt. Egal, egal. Ist egal. Wir speeden das Ganze nochmal zweimal ab. Dann sind wir da schon in 10 Sekunden da. In der Zeit können wir einfach noch mal ein bisschen an Gott und die Welt denken, überlegen, was esse ich heute Abend zum Abendbrot.
was gab's heute morgen als Frühstück, beziehungsweise was gibt's morgen als Frühstück, und okay, ich höre auf zu labern, wir gucken uns den Kampf an. Ich hoffe, der wird spannend. Wow, er hat keine Armee in der Verteidigung. Also er hat nur den Helden und er wird sich gleich zurückziehen, wenn die Mauer eingerissen wird. Ist ja mal richtig geil. Bringt ja mal extrem viel. Wow. Er hat einfach keine Verteidigungsarmee. Wie heißt der Typ? Freshman. Nee, Freshman bist du jetzt wirklich nicht. Aber seine Mauer hält lange durch. Seine Mauer hält doch recht lange durch. Na komm, reißt die Mauer ein. Reißt die Mauer ein, Leute. Ich schaff das. Ich zähle auf euch. Angreifer zurückgeschlagen? Weil wir so lange gebraucht haben, um die Mauer einzureißen, oder wie? Ja, ich habe meinen Helden vergessen. Der war leider nicht mit dabei. Gut. Dann gehen wir zu dem hier. Angriff. Automatisch auswählen. Ja, die nehmen wir. Bestätigen. Zack, zack, zack. Ballastil. Oh, da können wir sogar 29.600 von 29... Wow. Okay, Angriff. Da lassen wir uns nicht einschüchtern. Wir speeden hier zweimal ab. Dann sind es nur noch knapp 15 Sekunden, bis wir dahin brauchen. In der Zeit können wir nochmal darüber nachdenken. Was habe ich morgen für Fächer in der Schule? Gehe ich überhaupt noch in die Schule? Dann können wir uns fragen, wann war ich das letzte Mal auf Toilette? Okay, ich höre schon wieder auf. Wir gucken uns das Ganze jetzt hier an. Zack, let's go. Und er hat wieder keine Armee. Willst du mich eigentlich komplett verkackeiern? Wieso habt ihr alle keine Armee als Verteidigung? Hä? Bitte sagt mir, die Zeit reicht diesmal aus, damit wir hier seine Burg oder seine Burgmauer einreißen. Sonst wäre es echt ein bisschen peinlich. Und es wäre es echt peinlich. Komm schon. Reißt jetzt bitte die Burg ein. Okay, das sollten wir diesmal echt schaffen. Ja, wir haben sie. Sehr schön, das heißt, wir haben diesen Kampf diesmal gewonnen, auch wenn wir keine Gegner hatten. Ich will aber ganz gerne nochmal wirklich Gegner haben, das ist sonst langweilig. Ich will den... Sollen wir einfach mal richtig random und diesen 25er da angreifen? So richtig einen auf dicke Balls machen? Komm. Oh, wir müssen warten, bis unsere Truppen zurücklaufen. Lauf doch schneller zurück! Mann, ich verschwende hier wieder 10 Sekunden meiner Lebenszeit, um auf meine Truppen zu warten. Ist echt unglaublich. Ist echt unglaublich. In der Zeit... Oh, ich habe nur noch 5 Millionen Gold. Warum eigentlich? Na egal, wir gehen wieder angreifen. Automatisch erstellen. Automatisch auswählen. Und wir machen jetzt einfach mal als Level... Nein, ich will diese Nachricht nicht mehr anzeigen. Wir machen jetzt einfach mal als Level 8 da so ein Level 25er Platt. Wenn der jetzt keine Burgmauer hat, wenn der jetzt keine verteidigenden Truppen hat oder eine verteidigende Armee, dann ist das ja mal richtig easy. Wow. Jetzt müssen wir nur seine fette Burg einreißen, die schon Damage bekommen hat. Ist ja mal richtig easy. Bekommt ihr eigentlich gar keinen Schaden? Hallo! Mach doch Schaden! Hä? Als ob wir keinen Damage machen. Bin ich jetzt doof oder was ist los? Nein, Leute, ihr schreibt es jetzt nicht in die Kommentare. Hä, die Moral von mir geht runter und wir kriegen die Mauer nicht kaputt. Lol, er hat einfach gewonnen, weil seine Mauer so krass war. Was für ein Loser bin ich eigentlich? Gut, die haben wir hier schon alle im Umkreis platt gemacht. Der hatte... Hier ist noch Level 13er. Wir können auch hier einen Höllenherzog angreifen. Machen wir es doch einfach mal. Zack, zack, zack. Hier wählen wir einfach mal unsere Lieblinge aus und greifen den an. Speed up. Ja... Ja, so komm. Lauft schneller. Lauft schneller. Und haben wir gewonnen? Nee, es geht jetzt erst los. Ansehen. Komm, der ist nur Level 1. Das sollten wir eigentlich schaffen.
Oder? Oh fuck, ist der fett. Oh mein Gott, werde ich... Was? Es ist noch nie ein Held von mir gestorben. Hochheilen! Was? Nein. Nein. Mm-mm. Ich gehe da nicht drauf. Ich habe dem jetzt gerade nicht nur 4% Schaden gemacht, oder? Nein. Nur noch Klopsi lebt. Und Klopsi ist jetzt auch tot. Wie scheiße bin ich eigentlich? Ich habe 5% Schaden gemacht. Und jetzt sind meine Helden tot. Hä? Höllenherzog. Wieso bin ich eigentlich so kacke? Wieso habe ich jetzt eigentlich nicht gewonnen? Weltkarte, wir sind hier. Ich fühle mich gerade so ein bisschen doof. Ich habe jetzt gerade ernsthaft gegen den gewonnen. Ich dachte eigentlich, den machen wir so richtig easy platt. Ich dachte tatsächlich, das wird jetzt so ein richtiger... Ich renne da einfach durch. Das verschmelzen wir jetzt ja einfach mal. Zack, ausrüsten. Ja, natürlich. Ich hab noch 5 Millionen Gold. Wobei ich glaube ich eigentlich... Wie viel Gold? Ich hatte doch so richtig viel Gold gekauft. Nee, ich hatte nur 6 Millionen gekauft. Okay. Gut, ich dachte schon, ich hätte so gar kein Gold mehr. Ich muss meine Helden tatsächlich echt mal upgraden. Ich weiß nur gerade nicht mehr so genau, wie ich die boosten kann. Das muss ich gerade mal ganz kurz herausfinden. Ich bin mir sicher, dass man irgendwie war das mal, dass man irgendwas mit einem Fleisch machen kann. Das war irgendwie hier. Da wurde mir gesagt, ja, ich kann nicht mehr kämpfen. Aber ich glaube, das Einzige, was wir machen können, um unsere Truppen dann im Endeffekt upgraden zu können, ist hier diese Kämpfe machen. Und irgendwann hat man keine Energie mehr und dann kann man hier nicht mehr kämpfen. Ich meine, so war das. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich meine, so war das. Wir gehen jetzt ja einfach nochmal den Kampf machen. Und da muss ich mal einen kleinen Cut machen, weil ich dann meine Mom vom Bahnhof abholen muss. So, jetzt habe ich gerade die letzten Male immer ausgewählt, dass meine Truppen, ja, meine Helden selbst entscheiden sollen, wo die drauf schießen sollen. Und das geht natürlich auch, man kann es manuell auswählen. Oder man lässt sie es selbst entscheiden. Jetzt habe ich es gerade wieder manuell ausgewählt. Aber ich meine, so war das, dass wir im Endeffekt, beziehungsweise dass ich im Endeffekt dann hier irgendwann keine Energie mehr für meine Helden hatte. Und dann konnte ich das auffüllen und dann konnte ich die wieder aufleveln. Ich meine, so ging das. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, wie gesagt. Aber da müssen wir jetzt einfach mal ganz kurz gucken. Jetzt gehen wir hier eine Stufe weiter, genau. So, und jetzt will ich nochmal schauen, weil meine Helden, da kann ich ja hier unten drauf zugreifen. Und genau, hier habe ich 330 Medaillen bei meinem fetten Klopsi. Ist er deswegen so spät drauf gegangen? Das weiß ich gar nicht so genau. Gut, wir gehen ja ganz kurz einmal zurück. So, wo ging das? Ich finde das wieder heraus. Spätestens gleich nach dem Cut weiß ich das wieder. Ganz safe. Weil das Level können wir verbessern. Die wären ja sonst bei mir nicht schon Level 25 alle. Hier geht's nicht. Das ist ja die Rüstung. Kann ich hier irgendwas noch antippen? Nee, ich finde es gerade nicht heraus. Ich mache das einfach mal gleich nach einem kleinen Cut. Dann sehen wir uns nochmal wieder und dann geht's weiter. So, knapp 3 Stunden später bin ich jetzt wieder hier. Wir machen an hoffentlich der gleichen Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar, meine ich, hatten wir überlegt, wie wir herausfinden können, wie wir meine Helden noch weiter upgraden können. Das Ganze lasse ich jetzt einfach mal so außen vor, denn ich glaube, es passiert erst, wenn wir hier noch ein paar Kämpfe gemacht haben. Also das ist jetzt noch die Erinnerung, die ich habe. Deswegen werden wir es einfach mal machen und schauen, dass wir ein bisschen vorankommen. Dann werden wir gleich noch ein paar Online-Kämpfe machen und schauen, dass wir dort auch noch ein bisschen vorankommen und... Die Niederlage gegen diesen einen Megaboss, die habe ich bisher noch nicht so ganz weggesteckt, Leute. Die müssen wir auf jeden Fall nochmal, da müssen wir nochmal verhandeln, wenn man das so sagt. Ja, das hat mir tatsächlich nicht ganz so gut gefallen. Müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal gucken, ob wir da nochmal die Chance haben,
das Ganze wieder gut zu machen, wenn man das so sagen kann. Da haben wir jetzt auch gerade mal einen etwas dickeren Boss, den machen wir auch mal ganz kurz eben fertig. So, zack, zack, so. Okay, der Boss hier sollte auch gleich down sein. Boom, boom, nice Sache. Und da haben wir das auch schon mal geschafft. So, ich würde sagen, wir gehen direkt wieder zurück. Zack, zack, zack. Ich würde einfach mal sagen, wir bilden noch mal ein paar Truppen aus. Das sollte auf jeden Fall hier noch mal geschehen. Wir machen jetzt einfach mal überall 10.000 rein. So, jetzt haben wir 10.000 Fußsoldaten. Machen wir noch mal 10.000 Fernkämpfer. Und ich glaube, besser aufgestellt können wir dann eigentlich gar nicht mehr sein. Nur da unsere Helden müssten dann noch verbessert werden, aber ich glaube, das sollte unser geringstes Problem sein. So, zack. Als nächstes würde ich dann mal sagen, wir gehen mal auf die Karte und gucken uns hier das mal an. Dunkelness, okay, es ist ein Genangriff, das fällt dann mal weg. Schneebestie. Steht hier, wie viel Leben die hat? Nein. Sollen wir es einfach mal probieren? Sollen wir es tatsächlich einfach mal probieren? Wir probieren das jetzt einfach mal. Wir probieren es jetzt einfach mal mit unseren ganzen Helden, den zu bezwingen tatsächlich. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Erfolg und kriegen den tatsächlich K.O. Wäre auf jeden Fall eine ganz nice Sache. Da läuft unser Held richtig mit aufrechter Brust. Und ich hoffe mal, dieses Mal wird das was. So, wir warten kurz. Jetzt ist er da. Jetzt gehen wir auf Ansehen. Und wir schauen einfach mal. So, wie viel Schaden macht er denn jetzt? Oh, fuck. Der macht wieder echt viel Schaden. Und wirklich viel Schaden machen wir gerade not. Wirklich viel Schaden machen wir gerade not. Okay, wir müssen uns jetzt echt konzentrieren, dass wir die ganze Zeit unsere Fähigkeiten einsetzen. Wir haben den gerade mal 0,5% Schaden gemacht. Puh. Das wird ja mal was. Nee. Den kriegen wir, glaube ich, nicht K.O. Hä? Ich check tatsächlich nicht, wie wir da irgendwas reißen können. Das ist für mich gerade noch ein bisschen fraglich. Ich frage mich auch, was man da für Helden braucht. Denn meine machen gerade, ja, die haben jetzt da 2% Schaden knapp gemacht. Sogar noch weniger, 1,4%. Ist ja mal mega lit. Ist ja mal ultra lit, würde ich einfach mal sagen. Gut, wir sammeln hier gerade mal unsere VIP-Quests ein. Und gucken dann einfach mal hier. So, wir können unsere Todesbotnerin, so heißt sie, auch nochmal eine Stufe höher bringen. Und zwar auf Rang 3. Nicht schlecht. So, das können wir doch nicht machen. Dann lassen wir es ja einmal verschmelzen, rüsten das aus. Lassen hier auch nochmal den Kram verschmelzen, rüsten das auch aus. Dann ist die auch schon mal auf einem ganz guten, auf einer ganz guten Stufe. Was können wir hier noch machen? Okay, das sind die VIP-Quests, alles klar. Ah, jetzt habe ich es rausgefunden. Ich zeige euch gleich direkt mal, wie das geht. Tatsächlich war ich echt ein wenig dumm. Wir können hier jedes Mal, wenn wir einen Kampf gemacht haben, können wir hier abräumen, nennt sich das Ganze. Das kostet immer ein bisschen XP, beziehungsweise, ich weiß gar nicht so genau, was man da verbraucht, aber man verbraucht auf jeden Fall was und kriegt dann sozusagen Essen für seine Helden. So, ganz grob gesagt, ganz grob gesagt. Man braucht echt viel, um hier eine Stufe abzugraden. Ach, das heißt Kriegerherzen, okay. Kriegerherzen, alles klar. Da erhält man immer so ein paar Belohnungen, Gold und so weiter und kriegen dann im Endeffekt halt auch so Schinken. Verwenden für 60 Helden EP. Davon haben wir 30 Stück und ihr seht, man braucht ordentlich was, um die Helden hier abzugraden, also unsere sind schon. Held hat Max-Level erreicht. Okay, Level 18, 28 scheint jetzt gerade bei mir das maximale Level zu sein. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt schon mein maximales Level ist. Ich hätte es ein bisschen höher angesetzt. Aber scheinbar muss ich dann erst insgesamt noch ein bisschen besser werden. Dann werde ich jetzt erstmal alle hier auf das Level bringen. Aber es kann echt ein bisschen dauern.
Aber ich glaube, im Endeffekt bringt es mir dann auch was, wenn die im Endeffekt dann alle auf Level 28 sind. So, ich will mal gerade was schauen. Wenn wir jetzt hier mal zurückgehen. Jetzt Spaß, wenn wir mal hier drauf gehen und hier mal auf Abräumen gehen. Kriegen wir dann im Endeffekt weniger Belohnung an Schinken und so weiter? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ja, wir kriegen, glaube ich, weniger. Hier kriegen wir 2020. Ich schau mal gerade nochmal. So, hier setzen wir den Kram nochmal ein. Und dann gucke ich einfach mal. Kriegen wir... einmal können wir hier noch abräumen, ob wir beim anderen auch 2020 kriegen oder ob es im Endeffekt mehr ist am Ende an Schinken. Und was ist das noch? Lammkotelett. So, zack. Ey, man braucht so verdammt viel, um die im Endeffekt hungrig zu machen, dass die eine Stufe hochgehen. Das ist echt krass. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Gehen mal auf unsere dritte Seite. Setzen hier nochmal abräumen. Bezahlen jetzt hier nochmal Juwelen, um abzuräumen. Jetzt bin ich mal gespannt. Sind das ja auch 2020 oder ist es hier mehr? Ich würde tippen mehr. Ja, mehr. Wir kriegen wir kriegen 10 mal mehr Schinken. Das ist ordentlich was. Natürlich, Lammkotelett bringt im Endeffekt mehr. Sieht man ja hier auch ganz deutlich, dass dort die Helden tatsächlich einen größeren Sprung machen, wenn wir das einsammeln. Aber deswegen sollte ich... Wir machen einfach hier jetzt weiter. Wir machen das jetzt hier ein paar Mal. Bringen mal unsere Helden so weit es geht. Ich will jetzt nicht die ganze Folge damit verschwenden, dass wir hier die auf Level 28 bringen. Aber ich würde sagen, die ersten drei, also jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Und die ersten drei bringen wir wenigstens einfach mal auf Level 28, weil das die sind, die ich eigentlich immer in meinen Kämpfen verwende. So, zack, die ist jetzt zu 50% schon mal fast fertig. Und ja, einmal abräumen können wir noch, dann sollte das auch eigentlich reichen und dann können wir die schön auch auf Level 28 bringen. Erhalten natürlich nebenbei auch noch ein bisschen was, um unsere Helden abzupowern im Endeffekt. Das heißt, das ist auch schon mal eine echt schnieke Sache. So, und das nutzen wir natürlich auch nochmal ganz kurz. 8-mal. Und dann einfach nochmal für unsere Primadonna. Dann ist die auch schon mal Stufe 26. Jetzt kommt ja auch nochmal eine Benachrichtigung. Wir können hier unseren Eidträger auch nochmal ausrüsten. Sodass der jetzt bald... auf Stufe 4 hochgehen kann. Das ist doch schon mal eine echt krasse Sache. Das ist doch schon mal echt nicht schlecht, würde ich einfach mal sagen. So, den können wir auch nochmal ausrüsten. Dann geht der jetzt hier auch schon mal auf Stufe 3. Ausrüsten. Das können wir natürlich gerne kombinieren. Ausrüsten. Und das kombinieren wir auch nochmal. Und ausrüsten. So, wir haben noch die Schneekönigin. Die verwende ich zwar fast nie, aber trotzdem können wir die trotzdem können wir die natürlich gerne upgraden, warum nicht? Die, weiß ich nicht, irgendwie, ich glaube, deren Attacke hat mir damals so nicht gefallen, weil die einfach nicht so viel Schaden gemacht hat. Aber ich glaube, jetzt haben wir hier erstmal den größten Teil erledigt. Wir haben jetzt hier natürlich mal wieder... es sind immer noch die VIP-Quests. Das muss ich mir mal merken, dass das die ganzen VIP-Quests sind. Gut, wir machen jetzt hier nochmal den Kampf. Let's go! Wir haben unsere Helden ausgewählt. Und ich würde sagen, auf geht's in den Kampf. Ich bin jetzt gespannt, was das jetzt für einen Unterschied macht. Aber ich denke mal, wirklich einen großen Unterschied sollten wir eigentlich nicht merken. Denn, ich meine, die sind ja alle nur 2 Level aufgestiegen. Also es ist jetzt nicht so was Besonderes gewesen. Zack, zack, zack. Bin jetzt gerade zu voll, um die Attacken wirklich auf die Truppen einzusetzen. Weil die im Endeffekt eh... den bestmöglichen Ort, meine ich, auswählen, dass sie da genug Schaden machen oder zumindest am meisten gegnerische Truppen verwunden. Sage ich jetzt einfach mal so. Der läuft jetzt auch nach vorne und setzt seine Attacke ein und pustet die da auch weg. Zack, zack, zack. Und da haben wir auch schon mal weitestgehend alles zerstört. Jetzt haben wir nochmal einen Bossfight und zwar gegen meinen Helden nur ein bisschen größer, würde ich einfach mal sagen. Aber das sollten wir eigentlich auch hinkriegen. So, boom, boom, boom. Der kriegt jetzt ordentlich einen auf die Mütze. Sollte jetzt auch eigentlich gleich down sein, genau. Er ist schon down. Nice Sache, wir haben ihn schon down bekommen. Echt nicht schlecht, würde ich einfach mal sagen.
Und ja, weiter geht's. Ich denke mal, wir bekommen jetzt leider nichts. Genau, wir haben jetzt hier Quest abgeschlossen. 3 minus 6 haben wir jetzt abgeschlossen. Und können jetzt hier, denke ich mal, bekommen wir im Endeffekt dann auch noch mal ein bisschen mehr an Essen, wenn man das so bezeichnet. 50 sogar. 50 Schinken. Das ist doch schon mal was. Das gefällt mir doch, muss ich einfach mal sagen. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Bringt uns jetzt zwar, ihr habt es gesehen, es hat euch uns einfach so gar nichts gebracht, aber ich meine besser, wir kriegen ein bisschen was, als dass wir nichts kriegen. Und ja, 45 Mal setzen wir nochmal auf unsere Primadonna ein. Und dann setzen wir auch nochmal ganz kurz das für unsere Primadonna ein. Dann ist sie auch schon fast auf der maximalen Stufe. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal hier zurück. Und werden jetzt nochmal einen richtigen Kampf machen. Und zwar gegen einen Gegner. Wo haben wir hier wen? Der ist Level 11, das war der 25er. Wir gehen mal hier auf den Level 11er. Den greifen wir einfach mal an. Automatisch erstellen. Wir können sogar gar nicht alles mitnehmen. Nice Sache. Wir machen das mal so. Das sollte eigentlich ganz gut passen. So, einmal boosten, nochmal boosten. Dann haben wir noch 10 Sekunden, bis die da sind. In der Zeit können wir uns nochmal überlegen, was unsere Pläne so die nächsten Tage sind. Also, ich schreibe keine Klausuren mehr. Ist auf jeden Fall ganz nice und ich höre auf zu labern. Wir gucken uns den Kampf an. Bitte sagt mir, er hat eine Verteidigung. Ja! Das erste Mal Action, Leute. Und die Mauer fällt direkt. Jetzt zerstören wir die gegnerischen Truppen, Alter. Wir sind 29.000 und die sind nicht mal 5.000. Okay. Okay. Das sollte doch eigentlich relativ easy sein. Also wenn wir da nicht gewinnen, dann gehe ich heute früher ins Bett, weil ich müde bin. Also jetzt mal ohne Spaß. Das sollten wir doch mal easy reißen. Zack, zack, zack. Und jetzt haben wir da hinten noch die Ballastil, glaube ich, so heißen die. Die kriegen wir jetzt hier auch nochmal down. Und bei uns sind, glaube ich, so, wie viel sind bei uns gestorben? 171 und bei denen sind 5000 gestorben. Also wenn das nicht mal ein Unterschied ist, dann heiße ich nicht Clash Games, ja. Dann bin ich das einfach nicht. Nice Sache. Wir können hier noch was machen. Unseren Eidträger, den können wir noch weiter ausrüsten. Und dann können wir ihn auf Level 4 befördern. Ist das nicht lit, Leute? Ist das nicht lit? Ich finde es auf jeden Fall richtig nice. Ausrüsten. Zack, zack, zack. Und können wir hier noch irgendwas machen? Ich meine gerade nicht. Gut, dann suchen wir uns einfach mal den nächsten Gegner aus. Der ist Level 16. Wir nehmen den hier einfach mal. Getötete Truppen. 80.000. Automatische Auswahl. Hier können wir sogar tatsächlich noch ein bisschen mehr mit in den Kampf reinnehmen. Dann machen wir es doch einfach mal so. Gehen auf Angriff und Leute, das machen wir doch auch nochmal hier richtig, richtig easy. Und ja, morgen habe ich tatsächlich mal, nein Siri, du bist jetzt nicht dran. Morgen habe ich wieder den ganzen Tag Unterricht, das ist nicht so geil, aber na, was soll man machen? Wir gehen jetzt direkt wieder in den Fight rein, gucken zu und ich hoffe mal, er hat eine Verteidigung. Nein, hat er nicht. Dann lass mich wenigstens durch die Mauer rennen. Bitte. Bitte. Nein, die Mauer kriegt einfach kein Damage. Sie kriegt kein Damage. Ey, ich krieg schon wieder zu viel. Da muss ich doch direkt mal was trinken. Ich krieg schon wieder zu viel, ey. Ohne Spaß. Guckt euch das an, wie meine Moral runtergeht. Oh Mann. Oh Mann. Wir müssen echt mal unsere Burgmauer verbessern. Ich glaube, meine ist nicht so gut. Ich glaube, meine ist tatsächlich nur Level 7. Wir brauchen eine Werkstatt Level 8. Wo ist unsere Werkstatt? Das ist unsere Werkstatt. Wir brauchen eine Mine Level 8. Können wir das machen? Ja. Nein. Ich will es hier beschleunigen. Dankeschön. So, jetzt können wir unsere Werkstatt verbessern. Zack. Beenden.
Und jetzt können wir unsere Burgmauer verbessern. Beenden. So, was können wir jetzt hier noch machen? Wir können unsere Fallen reparieren. Wir brauchen Akademie Level 10, um das zu machen. Nein, 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 zack. Wir brauchen mehr Fallen. Wir nehmen... Können wir die dazu nehmen? Tatsächlich. Können wir da auch noch mehr dazu nehmen? Nee. Können wir leider nicht. Können wir die noch dazu nehmen? Nein. Können wir hier noch mehr dazu nehmen? Nein. Okay, schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Dann heilen wir die hier einmal ganz kurz. Sehr schön. Was können wir noch machen? Was können wir noch machen? Ich glaube, als nächstes können wir unseren Wachturm noch hochziehen. Da brauchen wir eine Kaserne Level 8. Dann machen wir das doch mal. Und dann brauchen wir einen Steinbruch Level 8. Der ist hier. Zack, beenden. Jetzt können wir unsere Kaserne verbessern. Zack, beenden. Und jetzt können wir unseren Turm beenden. Verbessern. Zack, beenden. So, was können wir... Was? Truppenrang 2. Wann schalten wir die frei? Gladiador erforschen. Okay, die Truppen habe ich alle noch nicht. Die habe ich tatsächlich alle noch nicht. Fernverteidigung. Hier kommen dann Gladiator, Katapult, Scharfschützen und Reptilreiter. Okay. Was gibt's denn da noch? Heldenkämpfer, Heldenkanonier, alter Drachenreiter und Zerstörer. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Der Wachturm spült feindliche Truppen auf, die sich deinem Gelände oder deinen Lagern nähern. Okay. Gut. Haben wir das auch geklärt. Wir gehen nochmal auf die Suche. Wir suchen uns nochmal einen Gegner, gegen den wir kämpfen können. Ich meine, wirklich was bringen, hier so ein Feld einzunehmen, das bringt uns halt einfach nichts, weil wir gut genug sind. Nee, wir sind nicht gut genug. Wir haben einfach genug Ressourcen. Wir haben eigentlich für unser Leben an Ressourcen ausgesorgt. Kann man eigentlich schon so sagen. So, wir beschleunigen das Ganze zweimal, damit ihr mein komisches Gelaber in der Zwischenzeit, in den nächsten 10 Sekunden, vertragen könnt. Würde ich sagen, laber ich jetzt einfach mal weiter und wir sind angekommen. Ihr könnt, ihr müsst mir nicht weiter zuhören, Leute. Okay, ihr hört mir ja eh die ganze Zeit zu, also von daher. Und natürlich hat er auch wieder keine Truppen. Wow, warum greife ich den überhaupt an? Und diesmal, bei dem Typen fällt die Mauer auch sogar schneller. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Dann kriegen wir wenigstens am Ende nicht den Screen Niederlage, sondern wir kriegen den Screen Sieg. Das ist doch eine schöne Sache. So, die Mauer ist gefallen. Das gefällt mir. Und wir sprinten durch, kriegen dann den Screen mit Sieg. Ich bin so müde. Ich check das nicht. Ich hatte heute sogar erst später Schule, aber ich bin trotzdem noch so unglaublich müde. Schreibt mal in die Kommentare, wann ihr abends so ins Bett geht, beziehungsweise wie lange ihr so in der Schulzeit schlaft. Würde mich echt mal interessieren. So, was haben wir noch für Gegner in der Nähe? Der hier ist ja noch Level 10. Den können wir auch nochmal angreifen. Und meine Truppen sind noch nicht zu Hause scheinbar. Jetzt aber. Jetzt sind sie zu Hause. Gut. Okay, der hier hat eine Gilde. Dann hoffen wir einfach mal, den können wir angreifen. So, automatisch auswählen, automatisch erstellen. Wir verschieben das nochmal ein bisschen. Und wir greifen ihn an. Das Ganze dauert jetzt ein bisschen länger, aber das können wir natürlich upspeeden. Nochmal upspeeden. Nochmal upspeeden. Und nochmal upspeeden. Dann sind wir in 9 Sekunden da. Leute, ihr müsst in 6 Sekunden da sein. Alter, die sprinten echt. Das ist unglaublich. So, ansehen, zack, zack, zack. Komm, Leute. Nein, natürlich hat er wieder keine Verteidigung. Ah, seine Mauer ist schlecht. Die haben wir direkt eingerissen. Schöne Sache. Und wir fahren noch einen Sieg ein. Aber ich finde es immer noch ein bisschen spannender, wenn der Gegner irgendwie genauso viele verteidigende Truppen hat, wie man als Angreifer an Truppen hat. Das ist noch immer ein bisschen cooler. Ich beschwere mich auch über Kleinigkeiten. Gut, der hier ist Level 23, der ist Level 16.
Level 13, den hatten wir gerade angegriffen. Wen haben wir hier noch so in der Nähe? Der hier ist Level 12. Hat er eine Gilde? Nein, getötete Truppen. Wir können mal auf Erkunden gehen. Erkunde, um mehr über die gegnerische Armee, Feinde und Ressourcen zu erfahren. Das habe ich, glaube ich, bisher noch nie gemacht, dass ich irgendwie ein Dorf erkundet habe. Königreich. Okay. Das ist wieder so ein Bossgegner. Ich glaube, wenn ich den nochmal angreife, dann gebe ich die komplette Hoffnung auf. Der ist mir zu weit weg. Da laufen wir wieder so 1 Million Jahre. Haben wir hier oben noch Gegner? Da ist einer. Er ist auch in keiner Gilde, aber wir greifen ihn trotzdem mal ein. Wir greifen ihn trotzdem mal an. Verschieben das nochmal ein bisschen. Zack. Gehen natürlich wieder darauf, dass unsere Truppen ein bisschen schneller da dort sind, denn 3 Minuten warten habe ich jetzt nicht wirklich Lust zu. Ich warte lieber so, ja, 11 Sekunden, damit kann ich leben, dann sind unsere Truppen direkt da. Und da können wir dann auch schon mal direkt zuschauen. Lauft schneller. Dankeschön. Danke. Ansehen, let's go. Und wieso erwarte ich das noch? Leute, wieso erwarte ich noch, dass meine Gegner eine verteidigende Armee haben? Und der hat wieder eine viel zu krasse Mauer. Hä, der hat sogar eine Armee. Hä? Lol. Guckt mal auf den Boden. Da kommen diese ganze Zeit diese Spikes raus. Die töten voll viele von meinen Truppen. Fällt mir gerade auf. Hä, aber ich mach doch gar keinen Schaden, oder? Kämpfen wir dagegen wen? Nee, ich sehe nichts. Aber meine Moral geht krass runter. Oh shit. 6000 Opfer. Oh damn. Oh damn, Daniel. Das hatte ich gar nicht erwartet. Dass wir jetzt so viele Opfer haben. Warte, da muss ich mal. Hä, hey, was war das denn? Einmal erstmal heilen. Okay, das hätte ich so gar nicht erwartet. Gut. Ich glaube, wir gehen mal auf globale Ebene. Hier auf der Weltkarte habe ich selber noch nie so wirklich rumgeguckt, was wir hier machen können. Was kann man hier so großartig machen? Könnten wir den jetzt hier angreifen? Nee, könnten wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist zu weit weg. Das geht nur in deinem Königreich. Genau, das hatte ich mir schon gedacht. Was ist hier? Königreich Übersicht. Ist das hier noch mein Königreich? Lichtfeste. Könnte ich den hier angreifen? Nee, könnte ich den hier angreifen? Tatsächlich, ich könnte den angreifen. Wir können ja mal spaßeshalber. Das sind wahrscheinlich die Leute, die in einer Gilde sind, dass die hier alle so zusammenstehen. Sonst würde es für mich, glaube ich, gerade nicht so wirklich einen Sinn ergeben. Oh, das ist eine fette Gilde. Würde ich einfach mal behaupten. Wollen wir denn hier einen, der so ansatzweise auf unserem Level ist? Wo ist denn hier mal einer? 18. Also 16 würde ich noch angreifen, aber alles darüber eigentlich ungerne. Alles darüber eigentlich ungerne. 19. Ich glaube, die sind alle recht hoch. Boah, wir sind einfach so 400 Kilometer entfernt. Lol. Okay. Gut, wir gehen erst einmal zurück in unser Dorf. Ich überlege gerade mal. Wir können als nächstes einfach mal schauen. Ich will mal meine Burg nochmal upgraden. Da sollen wir erst einmal unseren Handelsposten. Okay, den müssen wir direkt ein paar Mal verbessern. Aber wirklich was bringen tut er uns ja eh nichts, weil handeln bin ich jetzt nicht so der Typ dafür. Ich setze da eher meine Gems für ein. Herrenhaus, welches ist das denn? Oh, hier hinten habe ich auch noch was. Da habe ich ja noch gar nicht hingeguckt. Das ist unser Herrenhaus. Brauchen wir erstmal eine höhere Sägemühle für. Zack, Sägemühle. Abholen. Herrenhaus, genau.
Das müssen wir jetzt einmal verbessern. Und dann verbessern wir es direkt nochmal, wenn wir unseren Hof auf Level 8 haben. Genau. Können wir jetzt unser Herrenhaus verbessern? Ne, wir brauchen noch eine Sägemühle Level 8. So, und jetzt können wir unser Herrenhaus verbessern. Wusste ich's doch. Abholen. Und jetzt sollten wir es eigentlich verbessern können. Genau. Zack. Mein Lord, wir haben die Aufmerksamkeit der dunklen Gottheit erlangt. Von nun an werden uns alle kriegerischen Handlungen, Kampfeswut und damit 5% Armeeangriff garantiert. Okay. Ja. Statusdauer. Okay. Abburg Level 5 freigeschaltet. Aktiviere Kampfeswut durch eine kriegerische Handlung. Dies beinhaltet Spionage, Verstärkung, Stationierung, Angriff oder Truppensammlung gegen Burgen, Lager, Ressourcenfälle oder Wunder. Die Dauer steigt mit dem Burglevel an und die Effekte können durch Forschung verbessert werden. Du kannst keine Schilde nutzen oder dich in andere Königreiche begeben, wie Migration oder KVK, während Status aktiv ist. LOL, als ob ich meiner Burg einen Skin geben kann. Ist ja mal nice, aber es kostet Geld. Es kostet halt einfach Geld, LOL. Es kostet einfach Geld. Aber es sehe schon nice aus, aber da müsste ich dann erstmal die Spielentwickler anfragen. Und das würde nochmal ein bisschen dauern, denn den müsste ich dann jetzt erstmal eine Mail schreiben. Dann müsste ich mein Video nochmal unterbrechen. Und darauf habe ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich Lust. Wir sind nochmal eine Stufe aufgestiegen. Wir sind jetzt schon Level 29. Ich glaube Level 30 werden wir mit unseren ganzen Quests, die wir hier gerade abschließen, wahrscheinlich, nein, Siri, du bist immer noch nicht dran, wahrscheinlich sogar heute noch erreichen. So, zack, noch eine Quest. Und was sollen wir hier machen? Gehen wir mal weg hier. Verbessere Lazarett auf Level 7. Lazarett war, glaube ich, das hier. Genau. Verbessern. Abholen. Ey, wir sind so auf dem krassen Weg, dass wir, also das können wir hier nochmal haben. Wir haben nochmal viermal was freigeschaltet, um hier Forschung zu betreiben. Gruppengesundheit. Machen wir es einfach mal. Klingt gut. Steigert maximale Armee-TP. Das ist doch mal eine schöne Sache. Können wir hier noch was machen? Wir können hier gerade mal schauen. Das sind noch die, die wir freischalten können, die Helden. Nicht schlecht. Tatsächlich nicht schlecht. Wann können wir das hier freischalten? Das ist ab Schloss Level 10. Handelsschiff wird ab Burgstufe 13 freigeschaltet. Ein Schloss haben wir da noch gar nicht. Das ist, glaube ich, unser Schloss, oder? Verfügbar bei erfolgreicher Sammlung gegen Dunkelnest. LOL. Hä? Seit wann ist der denn da? Habe ich ja noch gar nicht in die Ecke geguckt. Wir zerschlagen euch, bevor ihr die Mauer erreicht. Okay. Warum nicht? Ist ja nicht so, dass meine Truppen so Zehntausende mehr sind als deine, aber ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt, wa, Kollege? Die Hoffnung stirbt im Endeffekt zuletzt. Sagen wir es einfach mal so, ne? Gut, wir sind noch 32.000, die sind noch 5.000, aber unsere Moral ist niedriger als deren Moral. Das gefällt mir nicht so ganz. Wir müssen die schneller töten, sonst, ja. Okay, jetzt ist unsere Moral höher als deren Moral. Ja, oh mein Gott, es ist so knapp. Es ist so knapp. Warum ist unsere Moral so weit runtergegangen? Ja, ich meine, bei uns sind auch 4000 Leute draufgegangen, aber trotzdem. Vernichte alle Feinde für den Sieg. Ah. Moment, gehen wir nochmal zurück. Heilen mal eben ganz kurz unsere Truppen. Jetzt heilen. Können wir noch welche ausbilden? Hier können wir. Warum haben wir nur noch. What? Wieso hatten wir hier weniger als 10.000? Und bei den anderen immer noch über 10.000. Ist ja mal mega abgequatscht. Gut, greifen wir die doch direkt nochmal an. Das stellen wir ein bisschen um. So.
und angreifen. Let's go. Ich weiß nicht, wie oft wir die angreifen müssen. Die Mauer ist aber direkt gefallen. Ich glaube, wir müssen die komplett töten. Jetzt sind es auf jeden Fall deutlich weniger als vorher. Also bei den Gegnern. Es sind jetzt nur noch 3000. Bei uns sind es noch 35.000 von Beginn an gewesen. Also das sieht doch schon mal einiges besser aus. Und ich glaube, die müssen wir jetzt noch alle töten. Und dann sollten wir es geschafft haben. Das Problem ist halt, wenn deren Moral vorher runtergeht, bevor alle gestorben sind, dann müssen wir die halt nochmal angreifen, meine ich. Aber jetzt sieht es schon mal ganz gut aus. Leben noch 300, 200, 0. Jetzt sollten wir es eigentlich geschafft haben, oder nicht? Jetzt sollten wir es doch eigentlich geschafft haben. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, der Nebel ist weg. Die Zwielichtquelle ist eine wertvolle Ergänzung für dein Gebiet. Neues Gebiet erobert. Cool. Und unsere Helden sind aufgestiegen. Noch eine nice Sache. Und wir kriegen Sachen, die wir eh nicht benötigen. Wow. Und wir haben einen neuen Gegner. Das Lava-Plateau wird wegen seiner strategischen Lage stets umkämpft. Erobere es und beende den Krieg. Das machen wir nicht mehr jetzt. Leute, wir haben jetzt, würde ich einfach mal sagen, ja doch, komm, wir machen das einfach nochmal. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir wollen das Video genau über eine Stunde haben, die ist noch nicht um. Wir gucken einfach mal, ob wir da jetzt tatsächlich eine Chance gegen hätten. Angriff. Wir haben alle ausgewählt. Zack. Der Feind ist zu stark, trotzdem fortfahren. Wir gucken einfach mal, wie viele Gegner das jetzt im Endeffekt sind. 19.000. Wir tränken das Land mit Blut der Feinde. Okay, gut. Warum nicht, ne? Warum nicht, ne? Ich glaube, das erste Mal kann es tatsächlich sein, dass wir verlieren. Aber wenn die Mauer dann schon geschwächt ist, dann sollten wir die aufgrund unserer krassen Mehranzahl an Truppen doch eigentlich besiegen, meine ich. Wenn deren Moral jetzt richtig krass down droppt, dann sollten wir die auch jetzt schon besiegen können. Aber unsere Moral geht halt schon krass runter, weil bei uns schon knapp 7000 gestorben sind und bei denen noch nicht wirklich viele. Aber jetzt gehen die halt auch, jetzt sterben die halt auch schneller als wir? Nein, nicht. Aber wenn wir die jetzt nochmal angreifen, dann sollten wir es schaffen. Alter, 10.000 Opfer. Das ist halt schon krass. Die heilen wir mal ganz kurz. Es sind 6.000 Soldaten geheilt worden. Das heißt, wir müssen auch noch mal welche nachbilden. Es sind hier immer die hier. Die Kataphrakt, die da drauf gehen. Und ich sehe auch noch, wir haben auch nicht mehr so viele normale Soldaten. Die müssen wir auch noch mal nach ausbilden. So, zack. Das haben wir auch gemacht. Und Angriff. Das machen wir nochmal ein bisschen verschoben. Let's go. Ich weiß, dass der von der Macht her höher ist als ich, aber genau, jetzt fällt die Mauer direkt. Mauer gibt sich mehr und jetzt sollten wir eigentlich gewinnen. Okay, deren Moral geht wieder langsamer runter als unsere. Das ist jetzt die Frage. Wieso geht unsere Moral langsamer oder schneller runter als deren Moral? Ich glaube, wenn wir die noch einmal angreifen, dann sollten wir es schaffen. Weil jetzt sind die noch knapp 20% über uns. Aber wenn wir jetzt noch die unter 8000 an Truppenanzahl bringen, dann sollten wir es eigentlich nächstes Mal schaffen. Das probieren wir diese Folge auf jeden Fall nochmal aus. Komm, knapp unter... Ah, aber wir haben es auf 8000 geschafft. Ich glaube, wenn wir die noch einmal angreifen, dann haben wir die. Dann haben wir die. So, nochmal einmal kurz unsere Truppen heilen. Dann bilden wir nochmal ein paar Soldaten nach. Zack, zack. Nochmal welche. Sehr schön. Nochmal angreifen. Angriff. Alle sind ausgewählt. Das verschieben wir nochmal ein bisschen. Let's go. So, komm schon. Senpai. Es sind 8.000, wir sind 35.000. Das dürften wir jetzt eigentlich nicht mehr verlieren. Deren Moral geht schneller diesmal runter. Ja, jetzt sollten wir sie eigentlich bekommen. Die sind bei 78, wir sind bei 80.
Schön, schön. Ja, jetzt kriegen wir sie. Jetzt kriegen wir sie. Wie ich prophezeit hatte, wenn die bei knapp 8000 beim Kampf davor waren, dann kriegen wir sie in diesem Kampf hier. Also wir kriegen sie auf jeden Fall so weit, dass sie sich am Ende verpissen. Und dann müssten wir die, glaube ich, noch einmal angreifen. Und dann haben wir es wahrscheinlich eigentlich geschafft. Denn es sollen ja im Endeffekt dann 0 sein, dass wir die auf 0 runterkriegen. Deren Moral geht ja schon extrem runter. Wir sind auf jeden Fall so weit, dass wir sie schon mal zurückgetrieben haben. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, die beim nächsten Mal komplett auszulöschen, dann haben wir es. Dann haben wir es. Wir bilden noch mal ein paar Soldaten nach. Wir haben sogar noch genug. Sehr schön. Sehr schön. Ich schätze, wir müssen noch zweimal angreifen. Ich schätze. Ja, das ist von mir geschätzt. Kann auch sein, dass es noch nur noch einmal ist. Das ist jetzt die Frage, wie weit die da noch gegenhalten können. Es sind noch 4000. Und unsere Moral geht schon runter, aber es liegt einfach ganz daran, dass wir da jetzt hinlaufen mussten und die schon Schaden uns gemacht haben. Aber jetzt gehen die ordentlich runter. Wenn wir die jetzt unter 1000 kriegen, dann... Wenn wir die unter 1000 kriegen, dann sollten wir den nächsten Kampf dann zu 100% eigentlich zerstören können. Na komm. Oder wir schaffen es jetzt schon direkt. Das ist die Frage, wie schnell die jetzt noch sterben. Ja, wir kriegen es jetzt hin. Ja. Ja, das schaffen wir jetzt schon. Nee, 35 leben noch. Euer Ernst. Wir müssen jetzt noch einmal angreifen, um 35 Truppen zu töten. Wow. Ist ja mal mega crass. Ist ja mal ultra crassery. Lol. Ist ja mal ultra crassereno. Gut, schießen wir die nochmal ganz kurz ab. Die 35 Truppen da hinten. Deren Moral geht jetzt wahrscheinlich so ultra fast down. Und sie sind schon direkt alle tot. 35 Opfer. Und den Gegner haben wir dann auch nochmal richtig easy platt gemacht. Nice. Du hast dem Lava-Plateau Frieden gebracht. Verbessere jetzt die Verteilung deines Gebiets weiter. Nicht schlecht, schlecht. Wir haben heute, beziehungsweise wir haben in der Folge echt viel geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt das Spiel so ein bisschen näher bringen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier mal vorbeischaut. Wenn ihr ein bisschen mit mir spielt, wenn ihr hier in meine Gilde reinkommt. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video, Leute? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.